Ihr wollt sicher wissen, was da drin ist. Kommt, ich zeige es euch. Unser neues Teleskop ist das SkyWatcher EvoStar 72ED, ein vollwertiger apochromatischer Refraktor. Zu seinen Besonderheiten zählen ein hochpräziser Okularauszug mit 1:11 Untersetzung. Mit dabei ist eine speziell für diesen Apo gerechnete Flatten- und Reducer-Kombination. Daneben im Vergleich mein Koma-Korrektor meines 150p. Die native Brennweite beträgt 420 mm. Mit den 72 mm Öffnung entsteht so eine Blende von f5.8. Wo wir gerade bei der Öffnung sind. Die Linsenkombination besitzt zusätzlich noch multivergütetes ED-Glas für bestmöglichen Lichtdurchlass bei minimalstem Verlust. Und das bringt uns zu unserem heutigen Ziel. Tauchen wir ein in die Tiefen des Kosmos. 2000 bis 3000 Lichtjahre weit weg befindet sich der Nordamerikanebel. Ein riesiger Wasserstoffnebel, in dem teilweise sogar die ionisierte Form H2 tiefrot leuchtet. Das perfekte First Light Target für dieses Teleskop. EvoStar 72ED ist so ein furchtbar langer Name. Wenn er das First Light besteht, erhält er nicht nur seinen NASA-Sticker, sondern wird von mir auch umgetauft werden. Und zwar in Nebula Hunter. Der erste Test lief desaströs, denn es war mir nicht möglich, den Apo auszubalancieren oder das Guidescope so zu montieren, dass ich noch die Kameraakkus tauschen konnte. Also war ich gezwungen, die winzige Dovetail-Schiene durch eine längere zu ersetzen. Einfacher gesagt als getan, da ich neue Löcher bohren und frische Gewinde in diese schneiden musste. Zum Glück habe ich, sehr zum Ärgernis meiner Verlobten, eine halbe Werkstatt daheim. Nach getaner Arbeit konnte ich die maßangefertigte Dovetail-Schiene montieren und die Rohrschellen entsprechend anpassen. Nun konnte ich mich voll und ganz der Befestigung des Guidescopes widmen, was mich vor noch größere Probleme stellte als anfänglich gedacht. Nach ewig langer Schraubensuche und einer ordentlichen Portion Brainstorming schnitt ich das vorhandene Grobgewinde in ein Feingewinde um und befestigte den Sucherschuss so planparallel wie nur möglich. Und jetzt, endlich konnte ich einen ersten Versuch mit dem Guidescope wagen. Alles funktionierte und war stabil genug für einen ersten Feldtest. Nordamerika-Nebel, wir kommen! Langsam geht die Sonne im Hintergrund unter und heute ist das erste Mal, dass wir diesen wunderschönen apochromatischen Refraktor testen. Mein wunderschöner 72ED. Ich möchte noch kurz zwei Dinge ansprechen, bevor wir loslegen. Und zwar zum einen habe ich ja vorhin angesprochen, dass da ein Flattener und Reducer dabei ist. Die native Brennweite liegt ja bei 420 mm bei einer Blende von f5.8. Durch diesen Reducer ist es jetzt aber so, dass die Brennweite auf etwa 350, genauer 357 mm reduziert wird, dadurch aber auch der Blendenwert sich senkt. So haben wir nicht mehr f5.8, sondern tatsächlich f5.0. Damit ist dieser Apo etwa halb so groß von der Brennweite, aber genauso lichtstark wie unser großer Newton. Das könnte ziemlich spannend werden. Mittlerweile habe ich ja auch eine neue Kamera. Die alte 550D habe ich wieder zurückgegeben. Die haben wir ja alle lieben und irgendwo auch hassen gelernt. Und deswegen haben wir jetzt unser neues Arbeitstier, die Canon EOS 600DA. Offiziell astromodifiziert bei einer Firma. Bedeutet, ich habe darauf 2 Jahre Garantie auf alles, mit Verschluss, Elektronik, allem drum und dran. Einwandfrei, du. Aber ich würde sagen, wir haben jetzt genug geredet. Bauen wir das Teleskop auf und dann geht es auch schon ab. So, dann sind wir jetzt auch mal im Auto und was mich am meisten stört an dem Teleskop bislang, ist tatsächlich die Tatsache, dass man das Ganze nicht komplett aufgebaut in den Koffer tun kann.
Ich muss den Reducer abschrauben. Ich kann im Endeffekt da auch nichts anderes drauf machen. Das GuideScope steht noch daneben. Das heißt, jedes Mal, wenn ich das Ganze auf- und abbaue, muss ich es erstmal zusammenbauen, dann wieder auseinanderbauen, in den Koffer tun und dann immer so weiter. Das könnte natürlich auf Dauer ziemlich stressig werden. Aber so ist es halt. Da hätten sie vielleicht einen etwas größeren Koffer nehmen können. Aber gut. Schauen wir jetzt erstmal, wie das Teleskop performt. Kaum aufgebaut, fingen die Probleme aber erst richtig an. Es ist eine Katastrophe. Das Ding macht mich wahnsinnig. Immer sobald das Ganze in einem gewissen Winkel zum Himmel steht, rutscht der ganze verfluchte Okularauszug raus und meine ganze mühsame Einfokussierung ist wieder für die Katz. Ich werde noch wahnsinnig mit dem Teil. Ich muss jetzt gucken, wie ich das Ding irgendwie festbekomme. Ich habe das Ding nochmal ausgeschaltet, nochmal neu eingerichtet und dann rutscht das Ding schon wieder runter. Das Ding macht mich echt wahnsinnig. Jetzt habe ich noch eine letzte Möglichkeit. Ich gucke jetzt, ob ich im Auto noch irgendwo Klebeband finde. Dann klebe ich einfach den Okularauszug komplett da an das Ding damit dran. Hauptsache, das Ding funktioniert da. Ich muss jetzt echt aufpassen, was ich da sage, hey. Mann, hey. Das Klebeband, der Retter in der Not. Jetzt konnte ich die Fokussierung halten und die ersten Aufnahmen mit dem APO sammeln. Auf zu NGC 7000. Das war die erste Nacht mit dem neuen APO. Hat mich mit sehr, sehr gemischten Gefühlen alles umgeben. Wenn ich gerade auch nur Quatsch rede, dann liegt es daran, dass ich total übermüdet bin und echt durch die Hölle gegangen bin. Ihr habt es ja vorhin schon gehört, dieser Okularauszug ist... Ja, die Klebebandlösung hat erstaunlich gut gehalten. Besser als der dafür vorgesehene Okularauszug. Und es tut mir wirklich leid, dass ihr jetzt die ganze Zeit quasi nichts von mir gesehen habt, außer jetzt halt am Ende. Nun, was kann ich denn schon mal dazu sagen? Also, der Okularauszug haben wir gesehen. Naja, reden wir nicht drüber. Was gibt's sonst noch dazu zu sagen? Wenn er den Fokus hat, dann hält er ihn ziemlich zuverlässig. Ich habe auch meine Objektivheizung dabei gehabt, die habe ich aber gar nicht gebraucht. Am Ende bin ich heilfroh gewesen, dass ich es dann aufgehört habe. Ich habe dann irgendwann gesagt, gut, okay, jetzt ist das Licht nicht mehr gut genug, jetzt mache ich auch aus. Hey, mir ist die Kamera schon am Stativ hängen geblieben. Ich habe halt keinen Meridianflip gemacht. Ich sah das irgendwie nicht als, ich habe es nicht als Notwendigkeit anerkannt, bei dem kleinen Ding einen Meridianflip zu machen. Offensichtlich ist es wohl doch angebracht. Aber gut, sei es drum. Banding habe ich keins entdecken können. Ganz minimal vielleicht unten, rechts und oben. Aber sonst habe ich wirklich kein Banding feststellen können. Gerade wenn man die Aufnahme, ich blende es mal kurz ein, gerade wenn man die Aufnahme mit dem Sichelnebel vergleicht und den jetzigen Aufnahmen, dann sind da Welten dazwischen. Und wir reden hier wirklich von der fast der doppelten Belichtungszeit der 600D. Eine klasse Kamera. Bevor ich mit dem APO nochmal rausfahren werde, werde ich garantiert mich um diesen Okularauszug zu kümmern. Na, da bockt wohl ein Reh. So, ich baue jetzt schnell alles ab, mache noch kurz Kalibrationsbilder. Lightframes mache ich dann daheim. Wird mir sonst einfach zu knapp. Und dann würde ich sagen, hoffen wir mal das Beste. Hoffen wir, dass die Bilder gut geworden sind. Hoffen wir, dass ich das mit dem Okularauszug hinbekomme. Es ist verdammt kalt, ich friere mir hier echt alles ab. Ich mache jetzt schnell fertig. Puh. Dieser Test ist aber noch lange nicht vorbei. Der APO muss sich erst beweisen. Und darum gibt es heute zwei Bilder für euch. Reisen wir dazu 2400 Lichtjahre weit in die Tiefen des Alls. Ein aktives Sternentstehungsgebiet soll unser nächstes Ziel sein. IC 1396. In ihm liegt der Elefantenrüsselnebel, in dem sich jetzt gerade Gasansammlungen entzünden und so eine neue Generation von Sternen geboren werden. Lasst uns diesen riesigen Wasserstoffnebel und seine Bockglobulen fotografieren. Die zweite Nacht vom APO-Test.
Heute muss der Apo wirklich zeigen, was in ihm steckt, wenn er seinen NASA-Sticker und seinen neuen Namen haben möchte. Den Okularauszug habe ich mit Hilfe vom Internet und einigen Tipps, die ich noch bekommen habe, so gut es geht, repariert. Ob er es jetzt wirklich taugt und vor allem, wie das Ergebnis von gestern aussah, das seht ihr dann später. Jetzt geht es erstmal ans Fotografieren. Ich habe alles vorbereitet, alles eingestellt. Sobald jetzt dann die astronomische Dämmerung vollzogen ist und die Nacht einsetzt, werde ich anfangen, das Ganze zu alignen an zwei Sternen. Und danach geht es dann direkt zum Elefantenrüsselnebel. Das Teleskop fährt bereits in Richtung des Sternbildes Cepheus, wo IC 1396 schon ungeduldig auf uns und den Apo wartet. So, das Ganze ist jetzt fokussiert, das Ganze ist aligned. Ich hoffe mal, dass die Position stimmt. Dem IC-Katalog traue ich nämlich nicht. Stellen wir noch eben den Astroberry ein, das geht ziemlich schnell. Den nehme ich euch jetzt einfach mal eben mit. Astroberry, so, Login. Dann schnell K-Stars ECOS öffnen, gucken, dass alles läuft, Guiding starten, Kamera einstellen und dann mal das erste Testfoto machen. Und dann sehen wir es ja, ob wir in der Position sind oder nicht. Ich habe auch mal meine Objektivheizung angebracht. Ich hoffe, dass ich sie nicht brauche. Im Zweifel Akkus habe ich genug dabei. Das sollte also eigentlich schon funktionieren. Da ist K-Stars auch schon offen. Gehen wir mal jetzt in das Programm rein. Verbinden wir das Ganze. Wir müssen aber was? Simulators will ich nicht. 72ED. Starten wir das Ganze. Ja. Jetzt mal schauen. G-Photo muss natürlich auch noch aktiviert werden. Ich glaube nämlich, dass er die nicht hat. Ne, die hat er auch nicht. Jetzt hat es ja verbunden, perfekt. So, dann gehen wir gleich mal aufs Guiding. Ich habe nämlich ein bisschen am Fokus rumgespielt. Es könnte also sein, dass wir jetzt gar nicht fokussiert sind. Schauen wir mal. Ja, das sieht auch gar nicht mal gut. Das sieht auch nicht gut aus. Loop einstellen. Gefühlt ein Jahrhundert später haben wir es jetzt endlich geschafft, alles zu verbinden und die Guiding-Kamera neu zu fokussieren. Das ist gar nicht mal so leicht, wenn man mitten auf dem Feld steht bei Dunkelheit. Nachführung gehen. Nachführung. Was findet er jetzt? Perfekt. Er findet eine ganze Menge an Guiding-Sternen. Aber nur perfekt. Sehr gut. Dann bereiten wir gleich mal alles vor. Und sobald er dann jetzt gleich da unten auf Starten geht, dann geht es auch schon los. Jetzt läuft er. Jetzt ist er auf Starten gegangen. Es sieht gar nicht mal schlecht aus. Macht das auch. Jawohl, ich sehe die Guiding-Graphen. 0,68 totale RMS-Fehler, 0,75. Gut, das pendelt sich jetzt erst noch ein. Okay, schnell die Lichter ausschalten und dann geht's rein. Bis gleich. Dann würde ich sagen, schauen wir uns mal eben das beim Astroberry an. Ich habe noch nicht nachgeschaut und der müsste eigentlich auch schon fertig sein. Aktivieren wir noch schnell die Bildschirmaufnahme, dass ihr auch was davon habt. Ich hoffe, das geht mit dem Licht. Und ich hoffe, ich bin auch gut fokussiert. Es ist alleine immer ziemlich schwierig auf dem Feld. So. Das Passwort eingeben. Okay. Komm schon, ich hoffe, er hat sogar schon eins fertig. Das wäre natürlich klasse. Da können wir auch gleich schauen, ob wir auf dem richtigen Objekt sind. Weil ich traue dem IC-Katalog nicht. Seit der Katastrophe beim Herznebel bin ich bei IC-Katalogen echt vorsichtig. NGC ist klasse, Messier ist... Oh, wow. Wir sind perfekt am Ziel angekommen. Alter, man sieht sogar schon einen Teil davon. Das ist nur so bläulich. Ich weiß nicht, woran das liegt. Es könnte sein, dass es hier die ganze tolle Festbeleuchtung ist, die ich da aufgebaut habe. Deswegen mache ich die jetzt auch komplett aus. Einfach nur, dass ich da die Kamera nicht störe. Ich würde aber sagen, ich lasse jetzt den Astroberry erstmal in aller Ruhe arbeiten. Und dann sehen wir uns nachher wieder. Bis später. Die Nacht verging wie im Flug und zu Hause bearbeitete ich unsere beiden Bilder. Ist der Apo jetzt würdig, seinen neuen Namen zu bekommen und berechtigt, den NASA-Sticker tragen zu dürfen? Nachdem all die kleinen und großen Probleme beseitigt worden sind, kann ich jetzt guten Gewissens sagen, dass dieser Apo-Chromat ein wirklich zuverlässiges astrofotografisches Werkzeug ist, der seinen Namen Nebula Hunter mehr als nur verdient hat. Den NASA-Sticker bekommt er aber noch nicht. Dafür muss es sich im nächsten Video erst noch vollends beweisen. Bevor ich euch die Bilder jetzt aber zeige, möchte ich euch noch eben auf die Videobeschreibung hinweisen. Denn dort könnt ihr die beiden Bilder, die ich bereits gestackt habe, fotometrisch farbkalibriert habe, aber sonst völlig unbearbeitet gelassen habe, wie immer komplett kostenlos downloaden. Da könnt ihr dann selber üben, selber rumprobieren. Einfach nur zur Übung.
Aber jetzt würde ich sagen, schauen wir uns mal NGC 7000 an, den Nordamerikanebel. Das sieht schon sehr beeindruckend aus. Aber jetzt kommen wir zum zweiten Bild. Und hier IC 1396 und IC 1396A, der Elefantenrüsselnebel. Ich denke, die Bilder sprechen mehr als nur für sich. Und dem einen oder anderen wird es vielleicht aufgefallen sein, dass an den Bildrändern so ein bisschen die Sterne komisch aussehen. Das ist aber völlig normal bei so günstigen Apochromaten. Der Flatten und Reducer tut dir das Bildfeld ein bisschen ebnen, aber er bekommt es einfach nicht hundertprozentig hin. Ihr werdet bei den günstigen Apos immer einen kleinen Verlust haben. Das entspricht bei dem Bild hier ungefähr 80% des Bildes, die ihr nutzen könnt, und alles darüber ist dann quasi mit langgezogenen Sternen. Das ist aber völlig in Ordnung. Wenn ihr wirklich ein Bild haben wollt, wo ihr fast die vollen 100% nutzen wollt, dann müsst ihr halt echt ziemlich tief in die Tasche greifen. Das ist halt einfach so. Ist ja auch nur ein Doublet-Apochromat. Zumindest müsste es einer sein, wenn ich richtig recherchiert habe. Bevor das Video jetzt aber endet, noch ein paar wirklich wichtige News zum Megaprojekt. Nicht nur steht das Objekt bereits fest, es wurde bereits begonnen, Belichtungszeit zu sammeln. Simon von F&W Astrofotografie hat während Vollmond 12 Stunden Belichtungszeit gesammelt. Und das Ergebnis dieser 12 Stunden hat uns wirklich alle vom Hocker gehauen. Ich werde euch natürlich noch immer nicht sagen, wo sich das Ganze befindet oder um welches Objekt es sich handelt. Ich persönlich werde jetzt nur noch auf die nächste mondfreie Nacht warten, bis auch ich dann beginne, meine Belichtungszeit zu sammeln und mein Teleskop irgendwo zwischen Cepheus, Schwan, Cassiopeia und so weiter lenken werde. Das war's aber mal wieder für heute. Ihr könnt ja in der Zwischenzeit mal bei den anderen vorbeischauen. Die Kanäle sind natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Oder ihr schaut euch dieses Video hier an. Da habe ich so eine Art, nennen wir es einfach mal Dokumentation über das Sonnensystem gemacht. Es war mir wirklich ein Herzenswunsch, diese Art von Dokumentation mal zu machen. Und aufgrund eurer Bitten und Anfragen, die ich per Nachrichten, E-Mails und in den Kommentaren gelesen habe und vor allem eures unglaublichen Feedbacks dazu, vielen Dank dafür, mache ich auch noch den zweiten Teil. Wann der aber kommt, kann ich euch nicht genau sagen. Ich kann nur sagen, ich habe schon angefangen zu produzieren, aber es ist halt wirklich ein riesiger Aufwand. Das ist auch alles in der mindestens genau der gleichen Qualität abläuft wie der erste Teil. Aber er kommt definitiv. Und dann würde ich sagen, war es das für heute. Bis zum nächsten Mal.